Damit ein wunderschönes Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart 8 für die Wii U. Wir spielen online. Bin einigermaßen gut zu sein und wie immer jetzt in diesem Mario Kart 8 Format die aktuellsten News geben. Seit neuesten ich das tue, es das im Übrigen so handhaben mit Mario Kart 8, dass ich jeden zweiten Tag, so gut wie jeden zweiten Tag, einfach Mario Kart 8 als Play rausbringen, wo ich die aktuellsten News äußerte. Dies ist der offizielle Plan. So, dann fangen wir mit der schönen F-Zero-Strecke hier. Augen gleich an. Das Hero, das erinnert mich wieder an Fast Racing Neo. Ein richtig, richtig geiles Wii-U-Rennspiel, was ich sicherlich auch irgendwann mal Let's Playen will. Kusti! Da es gibt heute wieder einige tolle News-Themen. Eine, die sehr interessant ist, finde ich. Zumindest für alle, die ein Smartphone haben. Und sich für Nintendo interessieren. Denn Nintendos erste App namens Mitomo erscheint in Japan am 17. März. Heute aber den 13. oder so. Am Tag der 13. Und toll. Und ja, es könnte, ich weiß noch nicht, das war jetzt bis zum offenen Zeitpunkt noch nicht bestätigt, aber es könnte gut sein, dass der Termin die App. Wow. Ui, da war das Glück. Ich dachte jetzt erst, ich wäre gerade verreckt. Komm, achter Tag. Nein. Das Gegenteil von dem, was ich eigentlich werden wollte. So ein Dreck. Das war jetzt nicht eine gute Sache. Ja, auf jeden Fall kommt die App in Japan am 17.3. raus. Und ich denke, dass sie es dann hier in Europa, in Deutschland oder so auch tut, dass sie einfach denselben Veröffentlichungstag verwenden werden. Sage ich es einfach mal. Aber wir freuen uns natürlich schon drauf. Und ja, sind ganz gespannt. Jetzt wiederum sind wir mal gespannt, was von der Strecke ausgewählt wird. Oh, der Baby Park. Ich hasse die Strecke. Das sage ich mal gleich, ich hasse die. Ach Gott, Sinn. Der Park, in dem Babys rumhampeln und irgendetwas von allen wollen. Liebe Leute, dies ist ein schrecklicher Freizeitpark von Nintendo. Wenn der erste Freizeitpark, den Nintendo auch in Nintendo bauen müsste, das heißt kein Fake, sondern ist wirklich so, wenn der auch so schrecklich ist, dann groß mal seid. Wenn der auch so dagegen die Banden knallt, beispielsweise. So, ich möchte gerade kurz ans Telefon gehen, das kann ich. Gut. Ich hab's einfach mal anders übernommen. Ja, das ist das Fiese, wenn man anders spielt, kann man es einfach mal stoppen. Wenn alle warten lassen. Ich will nicht mehr anrufen. Ist man sehr ver... ist man am Arsch, wenn man das... noch... wenn man die eine Runde noch fertig spielen möchte. Wenn ich es richtig überlege, gibt es eigentlich keinen Ausweg. So, wie gesagt, ich hasse die Strecke. Das erklärt auch mein schlechtes... ist immer gegen Wände knalle. Wie betrunkener Fahrer hier durch die Gegend sause. Ist für egal wie enge Kurven ich nehme.
so ein bisschen. Wir sind. Ach komm. Es ist jetzt gerade hier alles so klar, ne? Naja, immerhin noch 6 da. Das geht eigentlich noch. Eigentlich nicht mehr, aber die Bahn ist so scheiße, also denn. Schauen wir doch mal, was es diesmal gibt. Eine Strecke. Ja, Torshafenstadt. Das ist eine von meinen wirklichsten Lieblingsstrecken. Die hat bis San Francisco eine sehr schöne Stadt. Wisst ihr, wie gerne ich die USA mag. Und ich nehme mir irgendwann vor, während meiner Let's Play-Karriere mal einfach mal wirklich Palace Space aus der USA irgendwo zu machen. Irgendwie mich da vor eine Konsole irgendwie Markt zu setzen, das dann aufzunehmen. Dauert aber noch ein bisschen. Ne, jetzt sind wir einfach hierbei. Ja. Und freuen uns. Das Nintendo. Club Nintendo hat ja im September geschlossen. Und da gibt es jetzt auch News, wie das jetzt so in Zukunft wird. Dies und weiteres jetzt im Rennen für uns. Aber erstmal schauen wir, welche Strecke denn diesmal ausgewählt wird. Ich hoffe, es wird Torshafenstadt. Yes, dann mach es die kalt. Ja gut, in der USA ist klar, dass wir keinen dabei haben. Wir haben es jetzt hier bei mir. So Aufnahmezeit 11.35 Uhr. Da ist in den USA 6 Stunden früher, halt, konnte sich ausrechnen. Mitten in der Nacht. Club Nintendo hat im September. Großes Kino. Hat im September die Pforten geschlossen. Und startet. Irgendwann diesen Jahres, wenn auch die neue Konsole rauskommt. Okay, das war voll unbekannt. Schon mit dem neuen Club Nintendo und das soll man Software downloaden können. Spiel. Und so weiter und so fort. Was ist das für ein. Wenn man sich vorregistriert. Was man jetzt für mit. Weil man sich für Mitomo vorregistriert. Was man jetzt schon seit paar Wochen machen kann auf der Nintendo. Der Nintendo Homepage bekommt man dann quasi schon E-Mail von Nintendo, dass Mitomo da ist. Und dazu bekommt man halt noch Club Nintendo Punkte gut geschrieben dafür, die man eben wie beim ehemaligen Club Nintendo auch einfach gegen Spiele tritt eine Rakete. Ich glaube, das ist ein Rekord. Ich glaube, das andere war Vierter. Feiert es immer noch so. Oh, einer hat Ritter und Rakete. Ja, auf jeden Fall, zwei Faden verloren. Achso, wir waren mal Club Nintendo richtig am Stressen laut. Wenn man gegen Sterne oder was ist, was eingesammelt hat, kann man es halt gegen Software tauschen, gegen Download-Software. Ja, weshalb es auch gut sein könnte, dass das Gerüst einigermaßen hintrifft, dass Nintendo die Spiele einfach jetzt quasi als erstes Ritter macht es im Nintendo macht es zuerst Ritten, weil dann X tut Nintendo meinetwegen größtenteils das Spiel nur noch zum Downloaden bereitstellen. Naja, so wie die jetzt bei so wie bei der Wii U auch ist, dass die meisten Titel da halt noch sowohl als Download als auch als Disc angeboten haben, aber so Spiele wie Minecraft beispielsweise gab es nur als Download-Titel und ist aber alles irgendwie nur ein Test oder so. Vermutlich. Und da konnte ich mir ganz gut vorstellen, dass Nintendo dann tatsächlich wirklich bitte ein X auf Download-Titel, was mache ich denn? Dann geht. Und es eher um solche, komm, ist go, go, go! Und sich eher um solche kümmert. Könnte ich mir
Gott, da vorne ist. Okay. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Nintendo einfach Download-Titel anbietet für die ein X und dann in der Nachfolgekonsole dann noch einen Schritt weitergeht und die Spiele so eine Art Stream anbietet. Dass man monatlich Geld zahlt, um dann Spiele zu spielen. Könnte auch sein. Aber ich glaube jetzt wirklich erstmal für die N64, dass die da das mit den Download-Titeln ausprobieren. Ich persönlich bin aber, muss ganz ehrlich sagen, mehr für Disc. Deshalb bin ich es gewöhnt, aber auch abgesehen davon, dass ich das Ganze einfach gewöhnt bin, mag ich Disc einfach lieber, weil ich finde, wenn man dann ein Spiel kauft als Disc, dann spielt man es durch. Irgendwann hat man es durchgespielt, möchte es nicht mehr, dann kann man es halt verkaufen, bekommt dafür wieder etwas Geld. Was bei Download-Titeln halt irgendwie leider nicht unbedingt der Fall ist. Sehr unwahrscheinlich, dass jetzt hier das Mario Kart 8 Stadion ausgewählt wird. Wieder. F-Zero, eine weitere F-Zero-Strecke. Ich glaube, 2 oder 3 gibt es tatsächlich. Halte ich so nicht weit in einem Part. Da freuen wir uns natürlich. Und spekulieren weiter. Denn es gibt noch mehr Spekulationen. Beispielsweise, wie der Controller von der NX aussehen könnte. Manche meinen ja, das mit dem Gamepad war auch nur so ein Testversuch. Es gibt einige, die meinen, dass die Wii U einfach wirklich so eine Testkonsole war. Wir testen, wie die so auf Sachen wie Controller und so weiter reagieren. Dann gibt es halt Leute, die meinen, dass sie daraus jetzt einfach vieles davon auch tatsächlich für die NX nutzen. Denn ursprünglich sollte das Gamepad so eine Fernbedienung werden und da wollte Nintendo irgendwie so ein Streaming-Dienst für Sender oder sowas machen, was dann irgendwie nie gesagt hingehauen hat. So, dann stelle ich mir das durchaus realistisch vor, dass da bei den X nochmal ein bisschen weiter verarbeitetes Gamepad etc. kommen wird. Das schließe ich nicht aus. Ja, es hat natürlich so alles. Oh, ich habe eine erste Bombe. Natürlich alles für Spekulationen. Naja, aber spekulieren kann man viel. Warten einfach ab. Bis du in die Tatsetzung. Bei der E3 freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin nicht live anwesend, aber ich werde natürlich die News verfolgen und ich werde da so speziell E3-Sendungen auch machen. Und alle News direkt über Social Media teilen. Ich werde da noch eine spezielle Facebook-Seite dafür einrichten und bis dahin werde ich auch auf Twitter gehen. Ihr werdet es alles schon sehen. So, der ist runtergeflutzt. Und hier sind, ich hasse die hinten Lexe. So, Jan, komm, piss dich, Entschuldigung. Ich mach jetzt ernsthaft, Jan, mach ne Fliege. Denn Yoshi ist zwar süß, ich mag Yoshi gern. Aber du solltest jetzt vielleicht mal hier weggehen. So, nein. Das ist so, Gott. Dann kommt Blume, geh weg, damit ich das dann einfach eiskalt überholen kann, Jan. Nee, nicht schon wieder so ein bisschen der Klecks. So, Baby, diesmal konnten wir das erste packen. Was halt tut, den letzten können wieder einer überholen, das weiß ich jetzt schon. Naja, aber geil. Geil, wir haben es als erster ins Ziel geschafft. Großes Kino, Echt geil geworden. Wir sind Erster. Wir sind Erster. Yeah! Das hält die eigentlich von Facecap. Also, ja. Mit bei meiner Hackfresse auch sie zu mir. Nein, aber ich weiß nicht. Ich könnte mich mal überlegen, bei so besonderen Formaten irgendwie auch euch hier mein Gesicht mal vorzustellen, damit ihr auch mal das Gesicht zum Redner seht. Weiß ich aber noch nicht.
Vielleicht mache ich das mal im nächsten Mal Code 8 Video. Mal sehen. Jetzt aktuell kann ich es noch nicht retten. Wenn derjenige keine Strecke ausgewählt hat, bis die Zeit umgelaufen ist, so wie jetzt, wählt der Computer eine Strecke aus. Wenigstens sind jetzt wieder alles voll, alle Plätze besetzt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Auf in ein neues Rennen, wo zwei Leute aus Österreich dabei sind. 1, 2, 3, ja 5, glaube ich, aus der Zahl. Ja, an dieser Stelle möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ich um Kritik bitte. Weil ich bin erst ein relativ frischer Let's Player tatsächlich. Das Ganze ist für mich noch nicht so einfach, wie es euch, wie ihr schon wisst. Da bitte ich euch einfach ehrliche Kritik zu liefern und die Videos bitte wirklich, wirklich ehrlich zu bewerten. Das ist wichtig, dass ein paar Leute, die ich kenne, aber bitte wirklich auch an den Rest. Aber tut halt die Videos bitte wirklich ehrlich bewerten, okay? Sprich nicht einfach an Hater einen Hate-Daumen geben, wenn ihr euch gar nicht dafür interessiert. Und ich meine, ich habe mal nachgeschaut. Die einen Hate geben, einige davon, das steht dann irgendwie so 10 Sekunden oder eine Minute Spielzeit. Und Leute, du warst nicht asozial. Du warst asozial, aber von euch lasst ihr mich nicht fertig machen. Nee, ist das wirklich bloß die Nummer und da konnt ihr mir so viel haten, wie ihr wollt. Das ist mir scheißegal, weil es immer das Leute gibt, denen es irgendwie gefällt. Wo die mache ich das? Und seid doch so lieb. Schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr es hatet, was euch nicht gefällt. Weil dann probiert das nämlich umzuändern, dass alle glücklich sind. Dass alle Spaß haben, denn nur so können wir Spaß miteinander haben und erfolgreich werden. Ah, nee! Oh, ich Hackfresse, ey. Okay, wie sie schimpf ich mich gerade selbst. Vor allem noch mit so einem alten Wort. Das erinnert mich an die Apokalypse von damals. Okay, gibt es jetzt gerade Zeit. Die Rakete, was ist das für ein Zwuchtel? War Himmel Maria, was saust die da durch die Gegend, als wenn wir hier irgendwo in Norddeutschland wären, wo es erlaubt ist 50 zu fahren und die Leute fahren an die 200. Okay, das gibt gerade verdammt immer keinen Sinn. Was mache ich da eigentlich gerade? Ich glaube, irgendein Scheiß war gegen die S-Bahn. Nein! Oh, doch! Oh Gott, fahr nicht. Okay, jetzt kann's fahren. Jetzt ist alles gut. Nein, Link, geh da weg. Wehe, du störst mein... Oh, jetzt geil. Komm, yeah! Wow, das war knapp mit Vierter. Das war verdammt knapp. Also, er gibt doch einfach Kritik und... Falls ihr den Channel noch nicht abonniert habt und der euch gefällt und die laufen zu euch Videos wollt, abonniert ihn. Ich mache nicht oft Werbung, aber in dem Fall muss ich ein bisschen Werbung machen. Weil ich habe große Projekte und diese großen Projekte funktionieren nur, wenn ich ein paar Unterstützer habe, die einfach die Videos gut finden, aufs Mal bewerten. Weil nur so kann ich hier irgendwie Leute überzeugen, die anderer Meinung sind, dass ich hier ein bisschen was für meine YouTube-Community tue, was ich sagen möchte. Genau. Ich hab damit jetzt immer genug von Werbung, weil ich hier nicht verdammt nochmal spielen. Wenn ich irgendwas mache, das. Ich könnte jetzt echt bei so einem Werbefritz anfangen und wohl satte Satz verdienen. Aber das sind einfach nicht meine Qualitäten. Na gut, ich kann zwar, aber. Ich fang gerade alles wieder um. Aber das sind einfach nicht meine verdammten Scheißqualitäten. Muss meine Spiele kurz ausstellen, weil die flutzen alle hier um. Und welche Strecke wurde gewählt? Ah, ja, komm. Eine Strecke, die ich persönlich jetzt nicht so gern mag. Also das kenne ich auch nicht. Aus Japan sind diesmal drei dabei. 3 Deutschland, 3 Japan. Schweden sieht man nicht oft. Und 3 ist Frankreich. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ist irgendwie total selten die Schweiz. Ah,
Auf geht's in eine neue Runde mit einer Strecke, die ich doch gern mag, ist absolut verwechselt. Die Mario Party Strecke. Ne, Mario Straße. Ich hab irgendwie so, warte ich mal, Party oder Mario Straße. Ich hab Mario Party. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Ja, ist eigentlich ganz nice. In Hinsicht zu unser Mario Projekt. Mario Party 1. Es beginnt übrigens nächste Woche. Weil das mit dem Kabel haben wir zeigen lassen, dass der so umständlich ist. Und mit Amazon so einen Konverter bestellt. Dieser kommt allerdings erst. Oh nee. Okay, unnötig. Dieser kommt allerdings erst ein paar Tage später an. Dass wir wirklich in den Ferien viel Mario Party ist beenden können, was wir auch vorhaben. Und dann sehen wir einfach mal. Richtig, richtig geiles altes Kino. Ich werde auch mal für die FNAF 18 Mario Party Double Dash, also ja, dieses. Nein! Mario Party für N64. Ich werde jetzt auch mal das Play, das wird dann so ein Abonnentenfest oder so. Oder so ein 100er oder mein 100er Mario Party! Bart! Das ist so flutzig hier! Das kratzt immer ab und dann ist immer dasselbe. Es wird immer 7er, ne? Gerade das aus, wenn ich jetzt 9er bin. Seit Abkürzung da, verdammte Mann, ich nehme. Was macht denn jetzt eigentlich gerade hier hinten? Toll, ich bin letzter. Geil, das heißt, wir sind alle irgendwo anders. Ich glaube, wenn ich das Richter bekomme, ist Rakete. Okay, wenn es letzte Minute kommt, nur unbrauchbare Schnörligungspilze, die wir gerade eh nichts nutzen. Oh Leute, es wird schlecht. Dieses Rennen habe ich eh physisch schon abgehakt. Jetzt habe ich auch noch die Abkürzung ver. Ja, klar. Ich sehe es doch so klar. Ich möchte jetzt wenigstens 8er werden, damit ich das ganze Abloser. Der hat jetzt eine Rakete bekommen. Genau, und ich als letzter hab dann so Beschleunigungspilze bekommen. Ah, Leute, das war nix. Das war verdammt da nix. Einen müssen wir uns noch machen, den ich hier ein bisschen missverbessere. Oder? Nope. Da! Wir haben es auch in 3-2 Minuten gespielt. Damit war's das für heute. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder.